Messi Magazin, Szene 1, Take 1. Was dachtest du denn, als du das erste Mal eine Missy in der Hand hattest? Ich dachte mir, shit, warum habe ich das noch nicht früher entdeckt? Als ich das Heft zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, das ist so ein Magazin für avantgardistische Großstädterinnen. Ich dachte, das fühlt sich richtig gut an, also haptisch 1A. Und ich habe mich erstmal nicht so angesprochen gefühlt, weil ich damals Kunst und Kultur und Politik nicht so zusammen gedacht habe. Was macht Missy einzigartig? Missy ist einzigartig, weil es in Deutschland oder eigentlich überall auf der Welt gar keine Konkurrenz gibt. Missy ist feministisch, Missy ist queer, Missy ist Popkultur, Missy ist Sex, Missy ist Politik, Missy ist alles, was man braucht, was ihr braucht und noch viel, viel mehr. Da werde ich nicht genervt mit lästigen Schönheits- und Gesundheitsnormen. Cut! Das war super. Aber es wäre cool, wenn du das nochmal machen könntest, bisschen euphorischer, weil man hat es dir nicht ganz abgekauft. Missy kann streng sein. Also wenn du da das Gender-Sternchen nicht benutzt, kann es eigentlich gleich wieder gehen. Ja, ne, ich habe jetzt nichts auszusetzen. Ich finde das super so, wie es ist. Missy sieht glossy aus, aber ist total prekär aufgestellt. Alle sind überarbeitet und unterbezahlt. Beschreibe Missy in einem Wort. Missy ist Kirsche, weil Missy ist die Kirsche auf der Feminismus-Torte. Horizont erweiternd. Yummy. Ja, so, genau. Nee, andere Seite. Ja. Noch ein bisschen weiter.